Und damit willkommen zurück zu einer weiteren näheren Folge. Folge 3 müsste es jetzt sein. Und wir sind hier. Ah, cool. Stehen geblieben bei diesen grünen Spanbecherlingen. Ne? Ach, Quatsch, komm hier, weiter. Rein hier. Hallo. Vor mir ist der Ausgang. Ich habe es fast geschafft. Hallo, meine XP? Das ist nicht dein Feuer, was sie alle erledigt hat, ne? Das war ich. Magie zu Ehren, guter Freund. Ich glaube, ich bin euch einige Antworten schuldig. Nun, mehr oder weniger. Mein Ansinnen war es, mit allen Begabten zu sprechen. Aber wie es aussieht, seid ihr nun der einzige Überlebende. Ihr müsst mir glauben, dass ich von diesen Bestien nichts wusste. Es sollte ein sicheres Treffen werden, ein... Nein, wir haben jetzt keine Zeit für lange Reden. Hört zu, ich leite eine, nun, spezielle Vereinigung, die sich der Orden nennt. Ihr habt mit Sicherheit noch nie davon gehört, denn diese Vereinigung ist verboten und wird verfolgt. Wir haben es uns nämlich zum Ziel gemacht, den wenigen Begabten unseres Landes die Kunst der Magie zu lehren. Magie wird von den meisten Menschen als etwas Unheimliches und Böses gesehen, und es ist nicht mehr erlaubt, sie zu benutzen, seit der Kanzler Baratheon uns regiert. Da aber unser Wissen bewahrt werden muss, führten wir die Ausbildung fort, dem Verbot des Kanzlers zum Trotz. Natürlich im Geheimen, denn kein Außenstehender darf davon erfahren. Und so ließen wir all jenen, die begabt sind und die Kunst der Magie ausführen können, einen Brief zukommen. Ihr habt auch einen bekommen. Wir sind ein Zauberer. Ihr seid einer dieser Begabten. Es ist eine seltene Wir Gabe, sind die Harry ihr in Potter. euch tragt. Nur wenige können das arkane Gefüge der Welten antasten. Und noch weniger wissen von ihrem Glück. An diesem Ort hier glaubten wir uns sicher vor dem Kanzler. Es gibt kaum einen Abgeschiedeneren im Tal. Deshalb sollte hier unser Treffen mit den Begabten stattfinden. Aber anstatt ihnen von ihren besonderen Fähigkeiten zu erzählen, haben wir sie unwissentlich in den Tod geschickt. Das Schicksal hat uns übel mitgespielt. Doch wenigstens ihr seid noch am Leben. Daher mache ich euch nun ein Angebot, das ihr nicht ablehnen könnt. Ich biete euch an, euch unserem Orden anzuschließen und die Künste der Magie zu erlernen. Bitte lehnt nicht ab, denn wenn ihr es tut, wisst ihr zu viel und könntet die Sicherheit des Ordens gefährden und damit eure eigene, wenn ihr versteht. Tretet ihr uns nun bei? Ich verstehe gar nichts. Nun ja, genau genommen habt ihr überhaupt keine Wahl. Die Frage war eher rhetorischer Natur. Ich kann euch mit dem, was ihr jetzt wisst, ganz unmöglich gehen lassen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass diese Aufnahme eine große Ehre bedeutet und euch den Weg zu großer Macht bereitet. Seht es also bitte nicht als Bürde an, zu uns zu gehören. Euch wird kein Nachteil daraus entstehen. Als erstes müssen wir jegliche Aufmerksamkeit von euch ablenken, damit ihr ungestört eure Ausbildung beginnen könnt. Ich gebe euch eine Nachricht. Sie trägt das Siegel des Kanzlers und darin steht, dass ihr für die Armee eingezogen wurdet. Natürlich nur zum Schein. Überreicht die Nachricht eurem Meister Aratornias in der Abtei von Tirin. Er wird denken, ihr würdet in der Armee dienen und euch nicht hinterher schnüffeln. Dann kommt in das Magiersanktum. Ihr kennt diese Anlage bestimmt. Schließlich habt ihr sie täglich von der Abtei aus gesehen. Es ist der aus weißem Stein gemauerte Turm auf dem Berghang im Osten des Tals. Hier... Nehmt zur Sicherheit auch noch diese Wegbeschreibung. Besorgt euch etwas Ausrüstung und vor allem meidet die Handlanger des Kanzlers. In Nerim herrscht Krieg und wenngleich dieser nur im Nordreich, weit weg von hier ausgefochten wird, so sind die Soldatenpatrouillen doch allgegenwärtig. Wenn ihr noch Fragen habt, besprechen wir sie im Sanktum. In Sicherheit. Kommt heil an und trödelt nicht zu lange. Ich erwarte euch. Magierrang ein. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe keine XP von ihm bekommen. Dabei habe ich die doch alle getötet, nicht er. Ich versprochen, ne? Ich schwöre. Ich war's. Ich habe einen Videobeweis, er nicht. Ob der weiß, was ein Video ist? Kapitel 1, Wege zur Macht.
So würde ich auch gerne ganz meine Hand halten, um das Licht hier von mir abzuhalten, aber. Bringt nicht viel. Licht, ja. Keine Fackel mehr benutzen. Verunglückter Minenarbeiter. Naja. Wenn der Schädel so am Fußende ist, dann würde ich auch sagen, das ist verunglückt. Auf welcher hat doch jemand da hingelegt, nachdem er gestorben ist, aber wie, ne? Wir werden es nie erfahren. Bergamotte. Sieht echt hübsch aus. Ah. Keine Sonne, Sonne, keine Sonne, Sonne, keine. Dass das sogar mit einberechnet wird. Das ist voll krass. Respekt. So, die Frage ist jetzt, ob Levin dran schuld oder ist, hat Schuhe. AI, Schuhe. Sichere KI. Haben die das damit noch irgendwie rumgeferkelt? Werkelt? Umgeferkelt vor allem. Ist bisschen laut. Ist die Musik und so alles in Ordnung? Also im Stream frage ich eher. Weil auf YouTube und so in der Aufnahme kann ich das alles nochmal bearbeiten. Aber für den Stream vor allem ist es ja wichtig. Ja, ist super, schreibt Marina. Gut, Dankeschön. Nicht, dass es zu laut ist. Aber es ist auch gemein, nur die Musik dann manchmal, die manchmal echt reindröhnt. Nicht das Spiel selber, sondern nur die Musik. Alles andere ist in Ordnung, aber die Musik, Alter, lass mal richtig aufdrehen, richtig dick Mucke, fett und so. Hallo, ich will noch diesen Pfeil haben, Dankeschön. Fliegenpilze. Destillierkolben des Lehrlings. Okay. Warum heißen die eigentlich Fliegenpilze? Damit das jemand erklären. Schattenrufminen, oberer Eingang. Ist das denn der geheime Eingang oder? Unmöglich. Benötigt einen Schlüssel für dieses Schloss. Oh, und ich wollte wieder rein. Ich habe das so sehr vermisst, im Dunkeln zu leben. Ich wollte auch in Dunkelheit leben. Von allen abgeschieden. Ich könnte es bei mir dunkel. Gewagt. Sehr gewagt. Ich hoffe, dich hat sogar extra eine Harfe eingespielt. Schau mal, diese Wörter suchen, die man sucht. Oh, voll idyllisch. Da ist jemand. Kann ich ihn töten? Aktuelle Lernpunkte 10. Dankeschön, dass du mir da oben links irgendwas sagst, was ich hab. Nichts gefunden. Wieso finde ich denn da nichts? Ich sehe das doch. Ihr erntet Nektar. Oh. Ihr erntet Steinpilz. Oh, Steinpilz ist lecker. Hallo? Nein! Stalker, hallo, verfolgt mich doch nicht. Bleib zurück! Niemand darf das Tor passieren! Ich bin gerade zurückgegangen. Du hast mich gerade verfolgt. Hallo? Geht es noch etwas freundlicher? Hey, wenn ich dumme Sprüche brauche, werde ich Bescheid sagen. Aber jetzt habe ich ernstere Dinge zu tun. Was ist passiert? Magier! Die Bastarde tauchten ganz plötzlich auf. Owald ging hinaus, um sich nach ihren Angelegenheiten zu erkundigen. Da schlugen sie zu. Owald hatte keine Chance. Er war sofort tot. Barnik und ich konnten uns gerade noch rechtzeitig hinter den Minenwald zurückziehen. Jetzt harren wir hier aus, bis Verstärkung aus der Hauptstadt Erutin eintrifft. Also, bleibt dem Tor fern! Also, Owald. Oh, was? Owald ist tot. Und wo ist A-Wald? Und B-Wald? Und C-Wald? Und D. Seid ihr gerade von da oben gekommen? Nee. Da ist doch nur die alte Mine. Ihr habt euch sicherlich verlaufen, stimmt's? Nun ja, leider habt ihr euch da keinen guten Ort zum Verlaufen ausgesucht. Vorerst kommen wir von hier nämlich nicht weg. Was ist mit diesen Die Augen falsch? Wachsoldaten haben die Tür verschlossen und wollen sie nicht wieder aufmachen, bis diese Magier da draußen weg sind. Auf der anderen Seite können wir die Zeit natürlich nutzen. Was denkt ihr? Ein paar schnell verdiente Münzen, ein wenig ehrliche Arbeit und ehe ihr euch's verseht, ist die Belagerung auch schon vorbei. Klingt doch gut, oder? Bei meinem Vorgesetzten Merrill gibt's immer was zu tun. Er ist da in der Mine hinter mir. Soll ich euch hinführen? Ja, zeig mir den Weg. Gut, folgt mir. Es ist nicht weit. Kenne mich hier nicht aus, das ist alles neu für mich. Ah, guck mal, wenn man hochguckt, dann sieht man auch, wie das Schwert aussieht.
Trotzdem sehr komisches Design, muss ich sagen. Du wartest auf mich, dankeschön. Ich glaube, das nehme ich lieber nicht mit. Heinrich. Heinrich der Löwe oder ist das nur Namensvetter? Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung. Was möchtet ihr? Also sehr, sehr viel Geld hätte ich gerne. Ich muss mal kurz was. Mein Overlay mal woanders machen. Jetzt ist es da. Da unten. Überreden. Was? Für was? Überreden zu was? Tauschhandel. Feilschen. Stimmung ist 37. Hör mal was vor und dann will ich mal was kaufen, was ich nicht ausgerüstet habe. Woran erkenne ich, was ich ausgerüstet habe und was nicht? Ah ne, das ist kaufen. Ich will verkaufen. Kaufe ich die mal. Angebot abgelehnt. Okay. Dann damit. Ah, dankeschön. Die will ich behalten. Scharfen Deutsch weg. Eins von denen weg. Das kann auch weg. Kann weg. Der hat nicht genug Kleidung, deswegen verkaufe ich ihm meine Kleidung, ne? Ich bin so großzügig. Ne, ihr müsst mal gucken. Ich verkaufe so nur für 70% des Wertes, ja? Ne, der kann da einen extra Profit rausschlagen, so alles. Ich bin da echt nett. Müsst ihr mir nachsehen. Ich will auch nur, dass es ihm gut geht. Nicht wegen irgendwas anderem oder so. Bier, ne? Deine Intelligenz ist manchmal... ich will nicht sagen, dass du zu schlau bist, aber ne, manchmal kommst du mir echt schlau rüber. Deswegen trink mal ein bisschen, das kommst auch mit anderen mehr aus. Will ich hiervon irgendwas verkaufen? Anonyme Nachricht, okay. Lebensenergie absorbieren. Lebensenergie wiederherstellen. Schockschaden, Feuerschaden. Wegbeschreibung zum Sanktum. Ah. Hier, komm, du kriegst noch abgedeckte Gefäße. Wer weiß, wo du dein Geschäft hin machst, ne? Da kannst du es anderen vielleicht irgendwie andrehen oder so. Hanse. Hier. Ich weiß ganz genau, deine Suppe, ne? Du holst die mal mit so einem kleinen Löffel mal raus und hier deswegen, ich gebe dir eine Kelle, ne? Hab deinen Spaß mit. Hier, und ich gebe dir sogar einen Korb. Und Metallhumpen. Magst du auch eine Schere haben? Weil, ne, deine Haare könnten manchmal ein bisschen, ne, verstehst mich schon, ne? Ich glaube schon. Kann ich auch einfach Enter drücken? Nein, kann ich natürlich nicht drücken. Gute Verschachteltechnik. Dankeschön, Marina, dankeschön. So, damit du auch mal was vom Teller essen kannst, gebe ich dir extra ein und ein Tintenfass, falls du irgendwas schreiben möchtest. Ich habe nur leider kein Papier dabei, tut mir leid. Ich habe 187, ich bin reicher als du, Heinrich. Ach, der ist jetzt unglücklich, weil ich reicher bin als er, ich verstehe schon. Ah, okay, ist gut. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der sowas macht, aber ich find's bei Marina echt lustig, wenn die damit anfängt. Ah, schön. Schmiedefeuer. Eisenerz zu. Oh. Habe ich wahrscheinlich alles nicht, ne? Hier. Machen wir ein paar Eisenbarren. Wieso nicht Hand. Ja, dankeschön. Kann ich mehr machen? Wie viel habe ich denn dabei? Ah, hier bündelt ich mir Eisenerz. Oh, dankeschön. Also, ich kann nur empfehlen, guck bei Marinaden-Let's Play vorbei und bei Buggy Bird würde ich auch empfehlen. Ich habe sie in der ersten Folge, wenn ich es nicht vergessen habe, in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ich es vergessen habe, dann schreibt mir bitte unbedingt, jetzt, ja natürlich, ich sage es jetzt im dritten Part, ne, dass ich das vergessen habe und dass ich sie bitte verlinken soll. Dankeschön. Tschüss. Der despawnt einfach. Will mich noch ein bisschen weiter umgucken. Gibt es hier noch irgendwas? Nö, gut.
Also nur gehen ist echt langsam, muss man sagen. Aber damit sprinten ist man etwas schneller. Ich steck meine Waffe mal weg. Ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendwie ein Gegner kommt oder so. Wieso führt hier ein Brett hin? Hi. Mere. Porem. Ja, was ist los? Du wolltest mich herführen. So. Sowas gab es hier noch nie. Lagerung. Aber ehrlich gesagt hat es mich auch nicht überrascht, dass diese Leute da plötzlich aufgetaucht sind und die Wachen nur noch geschrien haben, dass sie das Tor verrammeln müssen. Man hört doch Geschichten, nicht wahr? Diese Magier machen überall Ärger. Im ganzen Tal. Es war nur noch eine Frage der Zeit, dass sie zu uns kommen. Naja, ich war... Ja, irgendwann, ne? Irgendwann passiert's immer. Es war mal eine der größten Minen im ganzen Land, wisst ihr? Aber das ist lange her. Jetzt ist hier fast nichts mehr zu holen und die meisten Stollen stehen leer. Bald schon werden auch wir paar Bergleute uns etwas anderes suchen müssen. Nein. Was ist überreden? Wenn es jemand weiß, mal bitte dann schreiben und so. Dankeschön. Ich bin Merra und hier für das Verladen der Grubenfässer zuständig. Ich vermute mal, der gute Porim hat euch hierher geschickt. Nee, der... Ich bin ihnen außersehen gefolgt. Ja, er tut eben alles dafür, alle möglichen Arbeiten auf anderer Leute Schultern abzuwälzen. Ha, aber egal, irgendwo kann man ihn ja auch verstehen. Nun, da wir ja momentan hier festsitzen und uns diese Magier da draußen gewiss nicht gehen lassen, könnt ihr gerne mit anpacken. Wie schaut es aus? Bleibt mir was anderes übrig? Ich denke nicht, also natürlich. Gut zu hören. Oder künstlich. Wir hätten nämlich ein kleines Rattenproblem. Jetzt schaut mich doch nicht so an, verdammt nochmal. Sehe ich etwa so aus, als würde ich kreischend auf den nächstbesten Tisch springen, sobald ich eines dieser Mistviecher sehe? Ja. Ich weiß, was ihr denkt. Oh ja. Ihr denkt euch, dass es sicherlich kein Problem für euch ist, ein paar kleine, possierliche Grubenratten zu erlegen. Aber ihr werdet dort nicht einfach hinlaufen und ein paar Mal mit eurem Schwertarm herumschlagen können und dann ist alles erledigt. Die Dinge hier verhalten sich etwas anders, als ihr es vielleicht von anderswoher gewohnt seid. Aber ich rede zu viel. Um es kurz zu machen, im Minenstollen dort rechts hinter mir haben sich die Plagegeister regelrecht eingenistet. Und das Problem dabei, sie zu beseitigen, besteht darin, dass sie ständig in ihre Höhlen flüchten. Es ist unmöglich, mehr als zwei von ihnen zu erschlagen, denn danach haben sie sich sofort wieder verkrochen und sind unerreichbar für mich oder für euch. Man müsste irgendwie die Löcher verschließen, in die sie flüchten. Ich habe keine Idee, wie man es anstellen könnte. Wenn ihr es aber schafft. Nun, ich würde natürlich auch eine kleine Belohnung springen lassen. Klein, aber fein. Glaubt mir. Also dann, der Stollen befindet sich rechts hinter mir. Verschließt irgendwie die Löcher und bringt den Rest der Brut auf die altbewährte Weise um. Klein, aber fein. Damit kennt er sich wahrscheinlich aus. Guckt mich nicht so an, das sollte ein Witz sein. Oh. Weg damit. Bah. Wer macht diese verfaulte Bretter hin? Brauch mal Licht. Ich habe keine Fackel mehr, oder? Ah doch, da. Genesungstränke, dankeschön. Rattis, wo seid ihr? Erstmal ein paar töten. Die geben nicht mal XP. Wow, dankeschön. Wo sind die Löcher? Ein Loch da. In die wenigsten. Oh, die geben Rattenfleisch. Oh. Mann, es ist eine Münze wert. So, das nächste Rattenloch. Ziegel. Hat jemand Ziegel dabei? Irgendwo gesehen? Ja, hier. Nein, ich wollte... Komm her. Oha. Hör auf! Pfui. Spiel tot, dankeschön. So. Das nächste... Echt daneben? Hättet ihr das nicht selber machen können? Ich habe alle Löcher verschließen können. Ich hoffe, damit ist die Rattenplage erst immer Geschichte. Das Rattenproblem. Und falls ihr euch fragt, wie ich gerade diese Steine gezogen habe und so alles, ich habe die Greiftaste festgehalten.
Ja, nicht nur einmal drücken, sondern gedrückt halten. Und damit ist das Rattenproblem gelöst. Gern geschehen. Ihr wart. Ja, so würde ich auch gucken, wenn ich zu dämlich wäre, einen Stein einfach in ein Loch reinzuschieben. Aber mit klein, aber fein kennst du dich ja aus, ne? Ihr habt saubere Arbeit geleistet. Da habt ihr euren Lohn. Aber wenn ihr noch etwas machen wollt. Moment, hört ihr das? Nö. Das ist Karik. Was hat der denn gemacht? Ihr, könnt ihr mir helfen? Ich habe ein Riesenproblem auf meinem Kopf. Ein Helmproblem. Kommst du aus Dark Souls gerade oder was ist los? Helmproblem. Ist aber. Das ist ein hübscher Helm, muss man sagen. Ja, genau, ein Helmproblem. Und ich krieg dieses verdammte, alte, enge, verrostete, stinkende Etwas nicht mehr von meinem Schädel. Ich hab ihn beim Arbeiten in der Mine gefunden und ich dachte, ich teste ihn mal, so als Schutz vor Gesteinsbrocken. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ein Helm so tückisch sein kann. Na, sei's drum, jetzt steck ich fest und es stinkt mir gewaltig hier drin. Ich bitte euch, helft mir, sucht etwas, womit ich meinen Kopf hier herausbekomme. Kariks Helmproblem. Kann man Fackeln auch irgendwie automatisch wieder ablegen? Oh, jetzt gerade keine Fackel. Oh je, da scheint sich der gute Karik ja mächtig verzettelt zu haben. So ein Helm ist sicherlich unangenehm. Wir sollten versuchen, ihn rutschig zu machen. Wir könnten es mit Seife versuchen. Seife? Seife? Was ist Seife? Ja, was ist los? Wo kriegt man Seife her? Seife? Die haben wir hier, klar. Ist doch schließlich ein schmutziger Beruf. Schaut mal nach, ob in den Kisten beim Tor noch welche ist. Kariks Helmproblem. Beim Tor, also draußen. Warum nicht in der Mine? Wir werden es nie erfahren. Also müssen wir jetzt die da unten fragen nach Seife, aber das machen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.